Hallo und herzlich willkommen zu Metal Gear The Other Side. Die unglaubliche Trilogie, auf die niemand wieder Bezug nimmt. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Willkommen sozusagen zu Episode 0. Für die Leute, die das als dritten Teil des Ankündigungsvideos sehen, ignoriert einfach die Vorstellung. Wir machen einfach ganz normal weiter. Am Mittwoch wird es beginnen mit Metal Gear auf dem NES. Das ist übrigens das MSX2 Original, falls das keiner kennt. Es sind viele Unterschiede drin. Das habe ich schon gemerkt, nachdem ich so eine Stunde 30 aufgenommen habe. Was schön an diesem Teil ist, die Musik finde ich sehr gelungen. Die ist wirklich okay, die akzeptabel. Die kann man sich auch gerne anhören. Die ist absolute Top-NES-Qualität. Aber es gibt Sachen, die sind vollkommen verändert worden und vollkommen unlogisch verändert worden. Also es fängt auch zum Beispiel ganz anders an. Das werdet ihr dann sehen. Ja, da hat der Angry Video das ja ein Video gemacht, der AVGN. Ich sag's mal böse, er hätte lieber ein Video machen sollen von dem. Snake's Revenge hat mit Metal Gear 2 Solid Snake mal überhaupt nichts zu tun. Mal gar nichts. Ich will dem Titel nicht unterstellen, dass er vollkommen unsinnig ist, aber er ist schon, wenn man die ganze Serie sieht, mit Sicherheit das hässliche Stiefkind. Und auch hier vielleicht für die Leute, die da sowieso alles auskennen, wurde da irgendwann mal ein Bezug drauf genommen. Also ich weiß natürlich hier, das ist ja das Remake vom Original und das Original, natürlich wird das erwähnt in der Geschichte. Klar, logisch. Aber Snake's Revenge, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie erwähnt wird. Ich glaube, nein. So, das ist Metal Gear Solid. In Japan Metal Gear Ghost Babel. Ich finde den Titel besser. Ist ein wirklich hervorragend starker Game Boy Color Titel. Ist wirklich echt gut. Hat auch VR-Missionen und sonstiges. Hat also ein bisschen was, was man von Metal Gear Solid auch kennt. Hat aber mit Metal Gear Solid nicht viel zu tun. Im Prinzip geht es da weiter, wo Metal Gear 2 Solid Snake aufhörte. Da geht es hier weiter. Und es hatte mir jemand geschrieben, ja, es wird in irgendwelchen Teilen später darauf referenziert. Ich hätte da gern mal möglichst genauen Bezug und möglichst auch genau, wenn irgendeiner eine Chance hat, vielleicht eine Videoantwort. Ich möchte das gern mal sehen, weil ich bin der Meinung, auch der taucht nirgendwo auf. Weil der taucht auch nicht in der Historie auf. Und da gibt es ja so Sachen, wo auch dementsprechend da irgendwie, wenn man die Zusatzsachen hat, und ihr wisst ja, ich habe ja sozusagen von der Serie alles, dann guckt man sich Subsistence an und sonstiges, und wenn man sich das Zusatzmaterial anguckt, da gibt's den nicht. Ganz toll. Großartig. Ja, dann wisst ihr, was euch zukommt. Also, hier geht's los am Mittwoch. Dann gibt's wieder, wenn wir durch sind, kleines Mini-Projekt. Dann kommt Snake's Revenge. Dann kommt Metal Gear Solid oder Metal Gear Ghost Babel. Ich werde es wahrscheinlich Metal Gear Ghost Babel nennen, weil sonst gibt es wahrscheinlich 20.000 Verwirrungen, aber das könnt ihr in die Kommentare noch schreiben, wie ich das nennen darf, nennen soll. Wollen wir mal sehen. Ja, das war Episode 0. Ich werde mal zwischen den Parts, also ich sag mal, also zwischen den Games, sag ich mal, auch noch mal ein Video machen. Ich weiß, ihr wollt mal so ein MSX2 sehen und sonstiges, und das können wir auch gerne hin. Das schaffen wir. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten, und wir sehen uns jetzt in dem Let's Play wieder. Bis dann.